Naja, die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie sind ja per se erstmal sehr lernstarke Unternehmen, tun sehr viel dafür, geben sehr viel Geld aus, aber wir merken, dass sich die Lernkultur auch verändert, dass es neue Formate gibt, die Prozesse in den Unternehmen werden immer agiler und so ein Barcamp im Rahmen eines Corporate Learning Camps ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit, einfach mal ein anderes Format auszuprobieren und auch den Unternehmen näher zu bringen. In der Tat merken wir natürlich die eine oder andere Skepsis solchen Veranstaltungen gegenüber, aber wir haben in anderen Barcamps durchaus die Erlebnisse solcher Skepsis gemacht, die am Ende sozusagen Fans von Barcamps haben entstehen lassen. Und ich glaube, es hat auch etwas mit dem Üben und mit dem Kennenlernen zu tun. Und wir merken, dass jeder, der so ein Barcamp, wenn es gut funktioniert hat, einmal kennen und schätzen gelernt hat, dass der da etwas mitnimmt. Außerdem muss ich sagen, ersetzt ja ein Barcamp auch nicht andere Formate. Das ist ja eine zusätzliche Möglichkeit. Wir schaffen ja nicht alle andere Formen der Kommunikation und des Lernens ab. Ja, es gibt einen Trend, der sich für mich heute bestätigt hat. Entwicklung in Unternehmen wird immer schneller, wird agiler, wie es ja heute so schön heißt. Und dort hinterherzukommen, benötigt auch neue Methoden. Und das Ganze ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern es geht ja um Fertigung, Produktion und Geld verdienen. Das heißt, das ist ja alles kein Selbstzweck. Wir beglücken uns ja hier nicht gegenseitig, weil das alles so schön ist, sondern wir folgen ja dem Druck der Produktion, des Wettbewerbs und der Globalisierung. Und wenn das schneller wird, dann müssen wir auch in den Unternehmen schneller werden. Und solche Formate helfen dabei.